Hallo und willkommen zu diesem Überblicksvideo. In diesem Video möchte ich wichtige Inhalte zum Thema Geometrie im Raum darstellen und wiederholen. Beginnen werde ich mit den geometrischen Körpern, die es zu kennen gilt. Zum Beispiel Prismen. In diesem Fall dargestellt ein Quader mit quadratischer Grundfläche. Die Grundfläche kann natürlich auch zum Beispiel ein Kreis sein, dann spricht man von einem Drehzylinder. Oder es könnten zum Beispiel auch alle drei Seitenkanten gleich lang sein, dann spricht man von einem Würfel. Jedenfalls sind die Formeln für Volumen und Oberfläche jeweils baugleich für jedes Prisma. Das Volumen ergibt sich stets aus Grundfläche mal Höhe. Unserem dargestellten Prisma, also ein Quader mit quadratischer Grundfläche, ist das a Quadrat mal h. Bei einem Würfel wäre das dann a mal a mal a, also a hoch 3. Die Oberfläche ergibt sich auch gemäß immer derselben Formel, und zwar zweimal die Grundfläche des Prismas plus der Mantel. In dem Fall wären das dann vier Rechtecke, die den Mantel bilden. Pyramiden können ebenfalls mit verschiedenen Grundflächen dargestellt sein. In unserem Fall eine Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Ebenso gibt es Pyramiden mit kreisrunder Grundfläche. Dann spricht man von einem sogenannten Drehkegel. Das Volumen einer Pyramide ergibt sich stets gemäß derselben Formel. Und zwar Grundfläche mal Höhe Drittel. Die Oberfläche setzt sich zusammen aus der Grundfläche, in unserem Fall wäre das hier ein Quadrat, plus dem Mantel. In unserem Fall wären das hier vier Dreiecke, die diesen Mantel bilden. Ebenfalls zu kennen gilt es die Kugel, die Formeln für Volumen und Oberfläche einer Kugel lauten 4 mal r hoch 3 mal Pi Drittel, beziehungsweise die Oberfläche einer Kugel ergibt sich gemäß der Formel 4 r Quadrat Pi. Es gilt jetzt nicht nur diese Formel zu kennen und anzuwenden, sondern auch Formeln aus der Geometrie der Ebene anzuwenden, im Dreidimensional. Wie zum Beispiel in diesem Beispiel eines Quaders, in dem die Seitenlängen abgebildet sind und die Diagonale D. Und man soll hier eine Formel für die Diagonale D aufstellen. Dann gilt es zu erkennen, dass man hier den Satz von Pythagoras anwenden kann und zur Formel b² ist gleich a² plus b² gelangt. Also diese Formel der Geometrie der Ebene im Raum verwendet. Ebenfalls wichtig ist es zu wissen, was passiert mit den Volumina bzw. Oberflächen, wenn verschiedene Seitenkanten oder Höhen eines solchen Objekts verändert werden. Zum Beispiel ein Würfel mit dem Volumen a hoch 3, dessen Seitenkanten verdoppelt werden. Wie groß ist dann das Volumen des neuen Würfels, bei dem die Seitenkante doppelt so groß ist wie die des alten Würfels? Also statt a hoch 3 zweimal a hoch 3. Und das Volumen ist nicht doppelt so groß, sondern es wird sogar achtmal so groß. Oder, um ein weiteres Beispiel zu bringen, was passiert mit dem Volumen einer Pyramide, dessen Grundfläche gleich bleibt, aber die Höhe halbiert wird? Also, eine Pyramide, Volumen einer Pyramide, g mal h
Viertel und nun eine neue Pyramide mit halber Höhe und wie wir wissen aus den Regeln des Bruchrechnens, kann ich diese Formel umformen auf g mal h Drittel durch 2. Also halbiere ich die Höhe der Pyramide, so erhalte ich auch das halbe Volumen. Das waren wichtige Inhalte zum Bereich Geometrie im Raum. Viel Erfolg beim Bewältigen der folgenden Aufgaben.